Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Diamant Edition. Letztes Mal sind wir hier angekommen. Quietschestuhl ist quietschig. Beim Pokémon Landgut. Da gucken wir auch gleich rein. Ich möchte jetzt nur mal kurz. Ihr kämpft doch, ne? Ja, sehr schön. Den nehmen wir nämlich direkt mit. Mein Pokémon schläft in einem teuren, importierten Bett. Damit du es weißt. Können wir anfangen? Bist du gut vorbereitet? Aber natürlich. Ich. Reiß euch den Allerwertesten auf. Die sind echt hübsch. Werner und Melissa. Werner, nun, okay. Haspirohr, oh. Und ein Luxio, sehr schön. Krabox und Plipin, let's go. Dann wollen wir doch mal. Da habe ich jetzt abgecheckt, was mit Kramux ist. Tatsächlich bekommt es auf Level 45 in Diamantperl den Tiefschlag als Kramux. Und aber auch auf Level 45 Nachthieb als Kramchef. Und da würde ich eher Nachthieb nehmen als Tiefschlag tatsächlich. Also kann ich es eigentlich direkt jetzt schon weiterentwickeln, was wir dann später auch machen. Pass mal auf. Erstmal hier so ein bisschen rein. Und erstmal so ein bisschen, ne? Machen wir mal. Vorschnabel hat es schon, das ist gut. Bam. Bam. Ba, ba, da, 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 da. Entschuldigung. Die Kampfmusik nimmt mich immer so mit. Ja. Die Kampfmusik ist hier wenigstens noch ganz gut. Mit Schwert und Schild finde ich sie nicht so gut. Die Instrumente im normalen Kampf, die sind so richtig. Die sind eklig. Die gefallen mir nicht. Ich mag die Kampfmusik aus Schwert und Schild gar nicht. Das ist halt so eine Sache. Okay, dann war das das. Achso. Ja, mein Team ist dann jetzt schon auch auf Level 32. Und dann können wir jetzt einfach mal Kramux weiterentwickeln, habe ich gehört, oder? Let's go. Ich guck nochmal drüber, da ist sonst nichts wirklich. Genau, Ränkeschmied, aber auch nur als Kramchef. 32, nee, da ist sonst nichts mehr. 41, Horrorblick, cool. Horrorblick nur auch als Kramux, aber brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja, nee. Können wir eigentlich, können wir machen. Boah, als Zucht, Himmelsfeger. Nicht schlecht. Moment mal, Zucht, Borschnabel. Das Kramux ist, stimmt, das war, glaube ich, das war gezüchtet. Das hat einfach Borschnabel. Voll gut. Das ist eine Zuchtattacke. Fällt mir das jetzt auf. Dann. Ränkeschmied. Ja, dann passt das ja. Let's go. Können wir direkt auch mal weiterentwickeln. Ab dafür. Hey, Kramux entwickelt sich. Schön. Schönes Ding. Kramchef. Schön. Ich mag das halt, wie das Gefieder einfach aussieht, als hätte es einen Hut auf, ne? Das ist so cool. So, dann ist auch schon das nächste Pokémon weiterentwickelt. Sehr, sehr gut. In der letzten Folge war es jetzt Shelterra. Jetzt ist es Kramchef. Unser Team wird stark. Endlich mal. Galagladi hat jetzt übrigens auch endlich mal seine Psychoklinge drauf, oder? Hier. Sehr schön. Oder auch mal Zeit und Schwertanz, oder? Voll gut. Aeroass. Ja, und halt ein Zauberblatt. Wobei, ich glaube, Laubklinge kommt noch, oder? Ich mag halt Zauberblatt. Tatsächlich. Galagladi. Kommt das noch, oder wie ist das? Schlitzer wäre auch gut. Genau, Psychoklinge. Nahkampf kommt noch, lol. Da, Zauber. Nee. Hä? Es hat gar keine Laubklinge. Gibt's nicht, ne? Ich dachte, das käme auch. Nee, dann passt das doch. Aber Schlitzer wäre auch cool. Und so eine 70er. Oder Nahkampf dann. Ah, ja, Kampfattacken wäre schon was. Das stimmt schon. So, was gibt's denn da? Kampf. Durchbruch. Fokusstoß. Oh ja. Aber das ist Special Attack. Ableithieb. Wäre auch eine Idee.
Ableitik, du kriegst sogar KP damit zurück, wa? Zertrümmerer. Oh, du kannst Zertrümmerer. Okay. Nahkampf, ja. Nahkampf wäre heftig mit Schwertanz, ne, in der Kombo. Hui. Aber auch so ein Ableithieb hat auch was. Werden die KP des Anwenders werden um die Hälfte des verursachten Schadens aufgefüllt. Das ist halt voll gut. Wenn der Anwender Großwurzel trägt, bekommt er 30% mehr KP. Stell dir vor, so ein Galagladi mit Großwurzel, Ableithieb, Schwertanz. Aeroas und Psychoklinge. Gutes Moveset, oder? Würde ich an der Stelle mal behaupten. Genau, Angriff 95 halt natürlich. Ziemlich gut. Das wäre ein gutes Set mit Großwurzel, ey. Naja, mal schauen, was wir daraus machen. Jetzt begutachten wir erstmal das Pokémon-Landgut hier. Dafür sind wir schließlich hier. Habe ich schon gesagt, ne? Die Villa sieht hier erstaunlich ähnlich aus, von außen zumindest, wie die Villa im Ewigwald. So, was haben wir denn hier? Hier geht es zum Trophäengarten. Der Garten steht allen Besuchern offen. Aber Vorsicht! It's cool, man! Im Garten können plötzlich viele Pokémon auftauchen. Der Trophäengarten, ja. Ich gucke mich aber erstmal um. Da gibt es noch... Da war was. Die Räume werden, glaube ich, freigeschalten, oder? Werden die freigeschalten? Oder auch nicht? Was ist denn hier? Die Räumlichkeiten hier sind nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Okay. Okay. Auch diese Räume. Erstaunlich ähnlich zur Pokevilla in Ewigwald. Pokevilla. Ja, ja, die Villa, ne? Superball, okay. Abfalleimer ist leer. Der Abfalleimer ist leer. Aber ist er denn auch leer? Was haben wir hier? Wer bist du? Wusstest du, dass du im Trophäengarten Pokémon fangen kannst? Wenn du das einem gefangenen Pokémon gibst, wird es schneller freundlich. Ich gebe dir etwas davon ab, also versuch es mal. Die Sanftglocke, die ich jetzt auch nicht mehr brauche. Wir haben schon Lucario. Nein, ist immer ganz praktisch. Cool, eine Sanftglocke, danke. Daher hätten wir sie bekommen. Hätten wir also schon längst abholen können, lustigerweise, von Herzhofen aus. So. Hier noch ein lustiger Raum. Ich faul uns doch gar nicht. Ich mach nur eine kleine Pause. Braucht jeder mal. Ne? Da verurteile ich dich gar nicht für. Schaue ich dich auch nicht schief an. Jeder braucht mal eine Pause. So, was denn hier? Verzeihung, aber ab hier hat die Öffentlichkeit keinen Zugang mehr. Hm. Herr Reiche Dild ist der Besitzer dieses Anwesens. Dies ist sein Büro. Ja, dann gucken wir doch mal. Hallo? Huch. Oh, okay. Hallo, hallo. Willkommen auf meinem prächtigen Landgut. Hier gibt es viel drinnen und draußen, auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz aber ist der Trophäengarten. Warum weite Reisen auf sich nehmen, wenn Pokémon sich von ihm angezogen fühlen? Sie kommen, um meinen Garten zu sehen. Und du bist herzlich eingeladen, ihnen dabei Gesellschaft zu leisten. Master ist wirklich eine wunderbare und großzügige Person. Auf seine Anweisung hin steht der Garten allen offen, auch Trainern. Das ist sehr schön. Was haben wir denn da? Du darfst sie dir anschauen, aber berühren darfst du die Pokémon-Statue nicht. Stopp! Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten! Daher kommt der Satz. Wobei, das ist ja erstmal trotzdem, ist das nicht... Das Berühren der Figuren ist... Mit dem Pfoten ist verboten, ist das nicht eigentlich auch eine SpongeBob-Referenz? Das kam doch da auch vor. Das Berühren der Figur mit den Pfoten ist verboten. Ich mag diesen Spruch, ne? Er ist ein bisschen dämlich oder so. Ich mag ihn. Er ist lustig. Aber warum können wir ihn nicht... Ich glaube, man kann ihn berühren. Kann es sein, dass dieser Fuzzi irgendwann weg ist? Und dann kannst du die, glaube ich, nämlich berühren. Lass mich lügen, aber vielleicht ist er um 20 Uhr rum weg und du kannst dahin. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das geht. Was haben wir hier? Das ist ein sehr teuer aussehender Bildband über Pokémon. Hm. Angeberei, ja lol. Ja, okay, wie passend. Okay, wie gut. Die Regale sind vollgestopft mit Pokémon-Artikel. Oh, nichts Besonderes? Ah, schade. Okay, ciao.
Ja gut, er sagt also nicht viel. Dann können wir mal in den Trophäengarten hoch. Der Trophäengarten. Und hier, das ist auch schon alles. Ist nicht sonderlich groß, aber hier gibt es besondere Pokémon. Sehr besondere. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, kommen bald irgendwie Pokémon dazu. Ich muss jetzt nochmal den... Ich muss es mir nochmal in Erinnerung holen, was denn hier alles jetzt ganz genau war. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ich möchte euch einfach ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja, der Trophäengarten, man schaltet auf jeden Fall nach und nach Pokémon frei. Habe ich jetzt gerade hier schon gesehen. Habe ich also noch richtig in Erinnerung? Genau. Hier kann man seltene Pokémon fangen, indem man jeden Tag in das Anwesen geht und mit dem Besitzer Herr Reichedil spricht. Sollte man ein Pokémon freigeschaltet haben, erscheint dieses ebenfalls am nächsten Tag. Jedoch seltener als am Tag zuvor. Alle Pokémon, welche man durch Sprechen mit Herrn Reichedil fangen kann, tauchen erst nach Erhalt des Nationaldecks auf. Das war also erst wichtig nach der Pokéliga. Man schaltet auch... Stimmt. Ich glaube, darauf war man ziemlich aus, oder? Ein Evoli konnte man hier nämlich auch freischalten, dann später irgendwie. Ja, also wenn der Herr Reichedil sagt, ja okay, Evoli, da gibt's hier Evoli, am nächsten Tag schaltet man Ditto frei. Nun tauchen Evoli immer noch auf, allerdings selten. Also ja, die Pokémon, von denen man halt redet, die sind am meisten da. Einen Tag später gibt's die immer noch, aber dann seltener, das ist ganz cool. Okay. Warte, das Pokémon. Zwei spezielle Pokémon gleichzeitig kann man immer freischalten. Ach so. Okay, also zwei dann so quasi. Okay. So war das. Man kann jetzt hier auf den Namen von Reichedil draufklicken. Ja, also leider erst nach dem Nationaldex. Ist also leider gar nicht mal so richtig spannend in dem Moment hier. Schade. Hier steht jetzt aber auch nicht unbedingt wirklich, welche Pokémon, oder? Moment mal, hä? Hey, die wollen ja doch kämpfen. Oh, Trainer in Platin. Ach so. Weil da kämpfen die Zofen gegen dich. Also die, die in den Räumlichkeiten sauber machen und so. Pokémon, da. Pikachu gibt's hier. Also Gespräch mit Reichedil. Die Pokémon, die man freischalten kann durch ihn, sind Pipi, Pummeluff, Mauzi, Chanera, Ditto, Evoli, Porygon, Pi, Fluffeluff, Meryl, Azurill, Plusel, Minun, Formio, Mobai, Pantimimi und Vonera. Also viele Baby-Pokémon eigentlich auch, oder halt süße Pokémon und halt schon echt seltene. Und, manche sind nur in Platin verfügbar, sehe ich hier auch gerade. Aber halt schon spezielle Pokis, auf die man dann schon aus ist, ne? Genau, ganz cool eigentlich. Leider, also können wir hier noch nicht viel machen. In Platin nur gibt es, warte mal. Ach, da ist die Chance anders. Der Level. Okay, nur ausschließlich in Platin ist nur Ditto. Schade. Und... Nee, warte, das ist doppelt. Okay, ausschließlich Ditto. Ditto gibt's nur in Platin hier. Boah, mies. Okay. Aber sonst halt, ne? Gute Pokis hier. Seltene. Schöne Sache, das. Die, die immer da sind, sind Pikachu, Pichu, Roselia, Staravia und Zerpeise. Also im Moment leider nicht so spannend, aber insgesamt recht spannend hier. So, wir sind vergiftet, voll blöd. Pokémon Landgut halt, ne? Ganz spannend. Sehr interessant. Haben wir hier irgendwo irgendwas? Kann ich mich hier irgendwo gegengift? Sehr gut. Und der Part ist auch leider schon wieder so allmählich zu Ende. Mal sehen, ob wir ihn nach Herz... Stimmt, der hat ja nicht gekämpft. Würde es dir Freude bereiten, dich mit mir zu messen? Aber natürlich. Training ist Training. Oliver. Oh, er hat den... Er präsentiert den Hut. Plaudergeil. Ein so cooles Pokémon in der vierten Gen.
weil du mit Plaudergeil kann die Attacke Geschwätz und da kannst du halt wirklich ins Mikrofon vom 3DS oder vom DS reden. Und ja, wenn du dann Geschwätz einsetzt, dann hört man auf hochgepitchter Stimme das, was du gesagt hast. Und dann ist die Attacke sogar stärker, lustigerweise. Das ist so lustig halt. Schade, das gab es halt später natürlich dann auch leider nicht mehr. Schade eigentlich. Weil voll die lustige Idee. Okay, pass auf. Dann ab dafür, weg hier. Surfen können wir eh noch nicht. Hier ist noch eine Wache. Und da ist noch eine Wache, die jetzt auch noch nicht kämpft. Oh, hallo, es ist immer schön, wenn ein Bürger und uns Polizisten nett begrüßt. Das glaube ich. Ja, ich habe wirklich in Erinnerung, dass die auch nachts kämpfen, wie in der Johto-Region. Was ich auch immer schon gefeiert habe. Ja, ich glaube, die kämpfen so ab 20 Uhr, sage ich jetzt mal, denke ich. Es gibt gute Bäume, die du mit Honig beschmieren kannst und es gibt welche, bei denen das nicht geht. Wenn du seltene Pokémon anlocken möchtest, musst du den richtigen Baum finden. Oh, da hat er schon den Hinweis gegeben, ja, dass es gute Bäume gibt, bei denen gute Pokis auftauchen. Wenn er hier schon den Tipp gibt, vielleicht ist ja hier ein guter Baum. Wer weiß. Aber tatsächlich ist hier dann schon wieder der Durchgang nach Herzhofen. Ich rede mal kurz mit dir. Ich gab meinem Pokémon viele Knospe. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass wir die Wettbewerbe gewinnen werden. Nicht so spannend. Ich bin weit gereist, um an diesen Wettbewerben teilnehmen zu können. Haben wir schon gemacht. Hier sind wir wieder. Herzhofen. Einmal im Kreis gerannt. Schöne Sache, das. Hier erwartet uns der 5. Arena-Orden, Leute. Yay! Wir kommen voran. Wir kommen gut voran. Wer bist denn? Standest du da schon immer? In den weiten Weg von Höhen hierher. Ja, okay, ja. Ja. Nein. Danke. So. Geil. Herzhofen. Da sind wir wieder. Schön. Okay. In dem Fall. Machen wir die Pokis wieder fit. Ich weiß nicht. Sollen wir nochmal einen Wettbewerb machen? Ich weiß es nicht. Irgendwo hätte ich ein bisschen Lust darauf, bevor wir den Arena-Leiter bekämpfen. Ich weiß nicht. Die Wettbewerbe machen Spaß. Zuletzt waren wir mit Riolo hier, oder? Ich glaube, ja. Naja. Weiß ich nicht. Ich werde jetzt hier mal speichern. Auf jeden Fall. 81 Pokés, okay. 23 Stunden. Wir müssten eigentlich schon längst durch sein, oder? Egal, das war das. Dann sehen wir uns auf jeden Fall so oder so in der nächsten Folge wieder hier in Herzhofen, was auch immer wir machen. Arena-Leiter halt mindestens auf jeden Fall auch. So ist es ja nicht. Ja, in dem Sinne, danke fürs aber dabei gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der Videobeschreibung ist auch, wie gesagt, der Link zur Playlist. Ansonsten hinterlasst gerne ein paar Kommentare, freue ich mich immer wirklich sehr darauf. Sehr. Auch wenn ich nicht immer darauf antworte, aber ich sehe sie immer. Und ich lese wirklich sehr gerne Kommentare. Okay, in dem Sinne aber. Bis zum nächsten Mal. Dank, tschüss, euer Gecko.